Endlich geschafft. Schaut mal da vorne. Dort ist das Kreuzfahrtschiff. Und das ist so riesig. Kommt, lass uns raufgehen. Ich bin auch schon ganz gespannt und freue mich auf das Entspannen und Sonnen. Ja, was stehen wir denn noch rum? Dann nichts wie auf das Kreuzfahrtschiff. Hey, nicht so schnell, wartet auf mich, ich will auch mit. Juhu, Erster. Ja, ganz toll, davon kannst du dir was kaufen. Herzlich willkommen auf der Panama. Ich freue mich sehr, Sie als Gäste willkommen zu heißen. Ich habe für Sie zwei große Kabinen im Unterdeck reserviert. Vielen Dank. Wir freuen uns schon sehr auf die Schifffahrt. Ich wünsche Ihnen einen schönen und erholsamen Aufenthalt auf unserem Schiff. Das ist so cool hier. Da hinten gibt es sogar ein Schwimmbad mit einer Rutsche. Auf jeden Fall. Lass uns gleich umziehen und rutschen gehen. Und was ist mit Isabella? Die bringen wir zu Mama. Schau dir mal die tolle Kabine an, mit dem riesigen Bett und der wunderschönen Aussicht aufs Meer. Ja, es ist wirklich traumhaft hier. Und so wie es aussieht, Isabella gefällt's auch hier. Die Kabine ist voll cool und für jeden gibt es einen Schlafplatz. Ich schlaf hier und ich hier. Ihr immer mit eurem Hier und Hier. Lasst uns endlich schwimmen gehen. Das ist so cool und man kann direkt aufs Meer schauen. Juhu! Voll cool! Yippie! Platsch! Schneller! Voll lustig! Das hat voll Spaß gemacht. Das ist so schön hier auf dem Kreuzfahrtschiff. Könnt ihr bitte nach Isabella schauen? Ich gehe nach oben auf das Sonnendeck und sonne mich. Ja, machen wir. Bis später, Mama. Es ist so schön hier. Endlich mal Zeit zum Entspannen. Und ich freue mich schon auf morgen, wenn wir auf der Karibikinsel sind. Ah, das war lecker. Herzlich willkommen auf dem Kreuzfahrtschiff. Ich bin Raffaela und singe für Sie heute Abend. Das war ein toller Tag. Wie hat es dir auf dem Kreuzfahrtschiff gefallen? Mir hat es auch ganz gut gefallen. Es war toll.
Schaut, da vorne ist die Insel. Wir sind gleich da. Ja, endlich. Ich freue mich schon. Papi, Papi, guck mal, eine Riesenkrabbe. Oh, ist die süß. Können wir die behalten? Das geht leider nicht. Wir haben doch keinen Platz mehr im Koffer. Toll, ein Bananenboot. Mit so einem wollte ich schon immer fahren. Wer mag mit mir mitfahren? Ich hätte voll Lust, mit dem zu fahren. Dürfen wir mal mit dem Bananenboot fahren? Ja klar, kein Problem. Setzt euch drauf. Ich fahr gleich los. Yippie, cool, schneller. Schon ganz schwindelig. Stell dich doch nicht so an, das macht doch voll Spaß. Und solange Andi und Benny einen Ausflug mit dem Bananenboot machen, machen wir eine Fahrt mit diesem Boot und beobachten Delfine. Wie findet ihr das? Toll, voll cool, super, juhu. Schaut mal da hinten. Könnt ihr es sehen? Da ist ein ganz großer Delfin. Oh ja, ich sehe ihn. Ja, tatsächlich. Und der Delfin hat sogar ein Baby. Voll süß. Können wir das mitnehmen? Lieber nicht. Sonst ist Mama sauer, weil die Badewanne belegt ist. Mama, Papa, schaut! Eine Meeresschildkröte! Ja, ich sehe sie! Wirklich wunderschön! Benny, Chris, Dani, Emil und Flo, kommt, lass uns rutschen! Voll cool! Die Rutsche hat voll Spaß gemacht! Und was jetzt? Lass uns doch Sandburgen bauen und am Strand spielen. Guck mal meine coole Sandburg an. Toll, schaut mal mein Segelschiff an. Wie wär's mit einer kleinen Dusche? Ah, danke. Das macht voll Spaß hier auf der Insel. Wenn wir hier unser Haus hätten, das wär cool. Auch der schönste Tag geht mal zu Ende. Packt eure Sachen zusammen, wir müssen jetzt gehen. Och schade, uns hat es hier so gefallen. Aber zu Hause ist es auch schön. Ich freue mich schon auf unseren Garten. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Guten Morgen, Kinder. Freut ihr euch schon auf den Ausflug? Ja, voll. Ich konnte vor Aufregung heute Nacht gar nicht schlafen. Oh, schade. Ich wollte doch gerade mit den Puppen spielen. Das kannst du auch ein anderes Mal machen, weil wir müssen jetzt schnell gehen. Wir werden schon erwartet.
Voll cool, ich liebe Polizeiautos. Kommt, lass uns reingehen. Wenn wir jetzt durch die Polizeistation geführt werden, verhaltet euch bitte ruhig und hört genau zu, was man euch erklärt. Ja, Frau Strumpfhose. Hallo Kinder, willkommen hier in der Polizeistation. Ich bin der Herr Knast und ich zeige euch heute alles. Seid ihr auch schon gespannt? Ja! Das ist super, dann lasst uns starten. Was für ein Zufall. Schaut mal, Kinder, da fährt gerade ein Streifenwagen zum Einsatz. So, und jetzt lasst uns in die Waffenkammer gehen. Da gibt's ganz coole Sachen zu entdecken. Oh ja! Ja, dann gehen wir rein. Hier an der Seite seht ihr den Waffenschrank. Da haben wir Gewehre, Gewehre mit Zielfernrohr, mit Taschenlampe und an der Seite sind Handschellen, damit wir die Verbrecher verhaften können. Und hier unten in dieser Kiste, da haben wir das Diebesgut. Da haben wir eine goldene Uhr und eine Halskette. Ist das viel wert? Ja klar, sehr viel. Die Halskette hat bestimmt schon einen Wert von 10.000 Euro. Aber zum Glück haben wir die Diebe auf frischer Tat geschnappt. Und in diesem Raum werden von den Verhafteten die Fingerabdrücke genommen und Fotos gemacht. So können wir, falls sie später nochmal straffällig werden sollten, in unserer Verbrecherkartei nachschauen und können die dann ganz schnell identifizieren. Und hier hinten an der Wand seht ihr verschiedene Fahndungsplakate. Das sind Täter, die noch auf der Flucht sind. Aber ich hoffe, dass wir sie bald schnappen. So, und jetzt bitte nach oben in die Zentrale. Und das Gefängnis? Immer mit der Ruhe. Das kommt auch noch. Hier sind wir in der Zentrale. Die ist heute von Frau Lee besetzt. Ihr seht, hier gibt es einige Telefone und Monitore, damit wir alles überwachen können und, wenn Notrufe eingehen, sofort reagieren können. Jetzt würde mich interessieren, hat von euch jemand schon mal die Polizei angerufen? Ja, ich habe gesehen, wie im Nachbarhaus eingebrochen wurde und dann habe ich die Polizei angerufen. Das hast du richtig gemacht. Und, wurde der Einbrecher geschnappt? Ja. Super, das freut mich. Und jetzt ist es soweit. Jetzt dürft ihr mal die Gefängniszelle anschauen. Yippie! Juhu! Okay, Vorsicht, zurücktreten. Ich öffne die Zellentür. So, und jetzt rein in die gute Stube. Oh, ist das Bett hart. Schau mal, der ganze Tisch ist voll gekritzelt. Also lange würde ich es hier nicht aushalten. Es ist schon ziemlich gruselig. Herr Knast, bitte lassen Sie uns schnell hier raus. Ja, kommt raus. Ich möchte euch noch was anderes zeigen. Oh, ist der Hubschrauber riesig. Ja, mit dem Hubschrauber fliegen wir sehr viele Einsätze. Teilweise überwachen wir den Verkehr über Autobahnen und Landstraßen, aber wir haben auch schon vermisste Personen mit der Seilwinde geborgen. Dürfen wir mitfliegen? Nein, das geht leider nicht. Die Besatzung fliegt jetzt gleich los zum nächsten Einsatz. Aber dafür habe ich noch eine andere Überraschung. Oh ja! Okay, dann kommt mit. Dazu müssen wir wieder runtergehen. Jetzt sind wir am Ende angelangt. Und jetzt dürfen noch zwei Kinder mit dem Streifenwagen mitfahren. Wer möchte? Ich und ich auch. Dann kommt her und setzt euch rein. Ich war noch nie im Polizeiauto. Ich auch nicht. Das wird bestimmt voll cool. So, fertig mit der Fahrt. Kommt raus. So, die Führung ist jetzt beendet. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr konntet auch etwas lernen. Ja, das war super und uns hat es voll Spaß gemacht. Tschüss, Kinder. Tschüss, Herr Knast. So, wir müssen jetzt zurück zur Kita und dann haben wir noch etwas Zeit und dann könnt ihr auf dem Spielplatz noch spielen. Oh ja, Sie sind die beste, Frau Strumpfhose.
endlich Einschulung. Ich konnte heute Nacht vor Aufregung gar nicht mehr schlafen. Komm, lass uns die anderen holen. Seid ihr fertig? Ja. Und seid ihr auch schon aufgeregt wegen der Einschulung? Ja, und wie? Ich habe schon meine ganzen Fingernägel abgeknabbert. Kommt, lasst uns schauen, wo die Schultüten sind. Oh ja, gehen wir zu Mama in die Küche. Guten Morgen, Mama. Guten Morgen, Andi, Benny, Chris, Dani, Emil, Flo. Habt ihr gut geschlafen? Nein, überhaupt nicht. Wir konnten gar nicht schlafen, weil wir waren so aufgeregt und können es gar nicht mehr erwarten, die Schultüten zu sehen. Ja dann, nichts wie ins Wohnzimmer. Dort stehen sie. Oh, cool. Die sind ja wunderschön. Papa, Papa, guck mal, unsere Schultüten. Die sind wirklich wunderschön. Jetzt seid ihr bereit für den ersten Schultag. Oh, süß. Isabella hat ja auch eine kleine Schultüte. Ja, ich habe ihr die Schultüte gekauft, weil sonst wäre sie ja ganz traurig, weil ihr habt ja alle eine. So, ich bin fertig. Wir können jetzt zur Schule gehen. Also, los geht's in die Schule. Juhu, endlich! Schaut, Kinder, das ist eure Schule. Hier bin ich früher auch zur Schule gegangen, aber das ist schon lange her. Oh, ich komme mir irgendwie komisch vor. Hier sind so viele Kinder, die ich nicht kenne. Ist das schräg? Die sehen alle gleich aus. Guck mal, dreimal Zwillinge. Du Schwachkopf, das sind Sechslinge. So Jungs, jetzt geht ins Klassenzimmer und wir warten hier draußen, bis ihr nachher rauskommt. Ah, die Sechslinge. Setzt euch bitte hin. So, wo war ich stehen geblieben? Was ist mit euch? Wieso setzt ihr euch nicht? Wir wissen nicht, wohin mit den Schultüten. Legt die einfach neben den Bänken hin. So, und als erstes stelle ich mich mal vor. Ich bin der Herr Tafel. Und jetzt dürft ihr euch vorstellen. Ich heiße Luisa. Ich heiße Sophie. Ich bin der Felix. Und ich heiße Max. Ich heiße Andi. Ich Benny. Ich Chris. Ich Dani. Ich Emil. Und ich Flo. Ja, was haben wir denn da für einen kleinen Besucher? Ha, du bist noch etwas zu klein für die Schule. Da musst du noch ein paar Jahre warten. Oh, du. Komm her, Isabella. Wir gehen so lange raus. So, und nun erkläre ich euch den Schulablauf und was ihr für Stunden habt. Bla, 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 bla. Bla 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 bla. Oh Mann, weck mich, wenn Herr Tafel fertig ist. Und wer weckt mich? Jetzt genug geredet. Kommt mit, ich zeige euch jetzt das Schulhaus und die einzelnen Klassenzimmer. Schaut, das ist der Musik- und Experimentierraum. Und ihr seht gerade die Klasse 2b beim Experimentieren. Hallo, ich bin Frau Lupe und bei mir werdet ihr bald coole Experimente machen. Hallo, ich bin der Flo. Hallo, ich bin Sarah. Und hier seht ihr den Werk- und Bastelraum. Hallo Kinder, ich bin Herr Zimmermann und bei mir habt ihr Werkunterricht. Und jetzt seid bitte leise, wir gehen jetzt in die Turnhalle und schauen beim Sportunterricht zu. Ah, da kommen wir gerade richtig. Die Klasse 3a spielt Fußball. Juhu, Tor! Guten Tag, Kinder. Ich bin Herr Flanke und bei mir werdet ihr bald kräftig schwitzen. Und natürlich, Kinder, wenn man viel lernt, hat man auch Hunger. Und in der großen Pause könnt ihr euch hier was Leckeres zum Essen kaufen. Hier gibt es Brötchen, verschiedene Säfte und leckere Äpfel. Ah, schau, da kommen sie schon.
Und zum Abschluss wird noch ein Klassenfoto gemacht. Stellt euch bitte auf. Die Sechslinge auf die Bank und die vier anderen Kinder davor bitte. Lächeln. Und was ist mit Ihnen, Herr Tafel? Wollen Sie nicht mit rauf aufs Bild? Na, hoffentlich hält die Kamera das aus. Und jetzt sagt alle Spaghetti. Spaghetti. Die Einschulung ist jetzt zu Ende und der Tag hat mir wirklich Spaß gemacht und ich freue mich schon auf den Unterricht morgen. Tschüss, Kinder. Tschüss, Herr Tafel. Mama, Papa, komm zum Fotografieren. Ja, gute Idee, ein paar Erinnerungsfotos. Lächeln bitte. Tschüss. Endlich Pause. Bloß raus hier aus dem Klassenzimmer. Komm, Flo, lass uns runtergehen. Flo, hallo. Erdan, Flo, bitte kommen. Ja, ich komme schon. Komisch, was ist mit Flo heute los? Meine Güte, das ganze Treppenhaus stinkt. Ja, voll ekelhaft, wie im Kuhstall. Ich muss auf die Toilette, ich komme danach. Wo möchtest du denn hin? Ich wollte auf die Toilette. Tut mir leid, das ist gerade nicht möglich. Da gab es einen, wie soll ich sagen, einen kleinen Unfall. Okay, dann gehe ich später. Wo steckt Flo? Ah, ich sehe ihn. Er sitzt dort hinten auf der Treppe. Komisch, der verhält sich heute ganz eigenartig. Komm, lass uns mal hingehen zu ihm. Was ist los mit dir, Flo? Warum sitzt du hier und redest nichts? Ich glaube, das ist wegen Sarah aus der Parallelklasse. Wie er sie die ganze Zeit anstarrt. Wenn sie dir so gefällt, dann geh doch hin und sprich mit ihr. Von wegen, als würde er sich sowas trauen. Ja klar trau ich mich, ich zeig's euch. Da bin ich mal gespannt. Hallo Sarah, ich bin der Flo. Ich wollte fragen, wie spät es ist. Es ist 10.10 Uhr, so wie an jedem Tag, wenn Pause ist. Okay, ja, danke. Siehst du, ich hab's doch gewusst, er traut sich nicht. Mist, ich hab mich wirklich nicht getraut. Ich hatte ganz weiche Knie. Der arme Flo, wir müssen ihm helfen. Ich hab da auch schon eine Idee. Ich gehe jetzt zu Sarah und gebe mich als Flo aus. Ich muss dann nur noch meine Stimme verstellen. Hallo Sarah, ich bin es nochmal. Eigentlich wollte ich dich fragen, ob wir uns heute Nachmittag treffen können. Und dann was zusammen unternehmen. Ja gerne, warum nicht? Wie wär's so um 15 Uhr im Park am Teich? Oh ja, gerne. Ich freue mich, bis später. Was ist mit Flo los? Wieso liegt er im Bett? Ich glaube, der hat Liebeskummer. Ach, der Arme. Dann geht doch raus an die frische Luft mit dem Hund spazieren. Das lenkt ihm ab, dann geht's ihm wieder besser. Wohin sollen wir gehen? Komm, lass uns doch zum Park gehen. Das ist heute bestimmt ganz schön. Meinetwegen, dann lass uns dahin gehen. Schau, hier im Park ist es richtig schön. Komm, lass uns zum Teich gehen. Es ist schon nach 15 Uhr. Komisch, wo bleibt der Flo?
Oh nein, da auf der Bank sitzt Sarah. Und meine Knie sind wieder ganz weich. Ah, Flo, da bist du ja endlich. Ich hab schon auf dich gewartet. Wie auf mich gewartet? Wieso das? Wir haben uns doch hier am Teich verabredet. Hä? Ganz kleinen Moment. Komm mal her, Flo. Ich muss dir was sagen. Ja, was ist? Ich hab mich vorhin in der Pause als Flo ausgegeben und dann ein Treffen hier am Teich mit Sarah vereinbart. Ich wollte dir helfen, weil du dich ja nicht getraut hast. Das ist lieb. Vielen Dank, Emil. Ich lasse euch jetzt alleine. Bis später. Tschüss. Und hast du eine Idee? Was sollen wir jetzt machen, Flo? Ja, ich habe eine Idee. Die Eisdiele ist doch in der Nähe. Lass uns hingehen und Eis essen. Oh ja, super Idee. Guck, hier ist die Eisdiele. Super, ich habe schon voll Appetit auf ein leckeres Eis. Hallo, eine Kugel Schokolade in der Waffel, bitte. Ich möchte auch eine Kugel Schokolade in der Waffel, bitte. Cool, du nimmst Schokolade. Das ist mein Lieblingseis. Ja, meins auch. Das war ein schöner Nachmittag. Vielleicht können wir uns am Wochenende wieder treffen. Ja, das war toll. Und dann können wir in den Freizeitpark gehen. Oh ja, super Idee. Hallo, hier ist Emil. Ach, du bist es, Sarah. Ja, klar. Kleinen Moment. Flo! Flo! Mein schöner Traum. Was ist denn? Ja, Sarah ist am Telefon. Hallo, Sarah. Was für eine Überraschung. Hallo Flo, hast du Lust mit mir heute in den Freizeitpark zu gehen? Ja klar, und wie? Ich bin in 20 Minuten bei dir. Super, ich freue mich, dann bis gleich. Ich kann doch nicht mit leeren Händen zu Sarah gehen. Ich hole ihr noch ein kleines Geschenk. Flo, komm her, wir brauchen noch einen Mitspieler. Tut mir wirklich leid, ich muss noch, ich hab noch, Ja, schon kapiert. Du triffst dich mit Sarah. Oh, hallo Flo, schön, dass du da bist. Hier, die ist für dich. Die riecht gut, das ist lieb. Vielen Dank. Ich bring die Rose auf mein Zimmer und dann gehen wir zum Freizeitpark. Oh ja, super. Ich freue mich schon voll. Ist das cool hier? Ja, und zum Glück ist heute nicht so viel los, dann kommen wir gleich dran. Womit sollen wir als erstes fahren? Lass mich mal kurz überlegen. Wie wär's mit der Schiffsschaukel? Ja, gute Idee. Gehen wir dahin. Jetzt warte hier, ich habe eine Überraschung für dich. Hier, für dich, weil du mein Engel bist. Oh, das ist süß. Vielen Dank.
Flo, Flo, alles in Ordnung? Ja, mir geht es ganz toll. Das war ein wunderschöner Tag mit dir.